Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem ersten Planet Zoo Mod Video. Ja, auch für Planet Zoo gibt es schon einige Mods. Eine Meinung hatte mich darauf aufmerksam gemacht und ja, dann habe ich mal geguckt auf der Mod-Seite, wo es auch die Jurassic World Mods gibt. Und genau dort gibt es schon einige neue Tiere und auch andere Funktionen, irgendwelche Baugegenstände, die leicht verändert wurden und sowas. Ist auf jeden Fall sehr interessant und in dem heutigen Video möchte ich mir mit euch mal die ein oder andere Mod angucken, mal schauen, wie gut diese sind, wie gut diese funktionieren. Und als allererstes habe ich mir da eine Mod rausgesucht von einem Tier, nämlich einem Pferd. Weil Pferde haben wir noch gar nicht in Planet Zoo. Das Einzige, was wir natürlich so pferdähnlich haben, ist ein Zebra. Ich weiß gar nicht, zählt ein Zebra als Pferd? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir uns heute jetzt als allererstes mal die Przewalski Pferdmod. Das ist eine Pferderasse anscheinend, Przewalski. Keine Ahnung, woher das kommt und ja, ich kenne mich mit Pferderassen leider gar nicht aus. Ihr könnt ja vielleicht mal so ein paar Background-Infos zu dieser Pferderasse in die Kommentare schreiben. Aber das werden wir mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall auf den Screenshots auf der Seite schon mal sehr ansprechend. Ich habe hier auch schon mal welche besorgt. Die heißen hier leider noch Steppenzebra. Allerdings liegt das einfach nur daran, dass die Mod auf Englisch ist. Wenn ich jetzt das Spiel umstelle auf Englisch, das können wir auch gleich mal machen, dann ist soweit auch alles richtig. So, und jetzt seht ihr auch schon, dass hier wirklich Przewalski Horse steht auf Englisch. Ist sehr, sehr schade, dass es das Ganze nicht auf Deutsch übersetzt gibt, aber vielleicht kommt das ja noch. Also es wäre ganz cool, wenn dafür auf jeden Fall noch eine deutsche Übersetzungsmod kommen würde. Aber es wurde hier wirklich alles angepasst. Das Bild hier ist geändert und ich kann euch gleich auch im Zoopedia zeigen, dass wirklich auch die Texte wurden geändert und auch noch einige andere Sachen. Aber jetzt schauen wir uns das erstmal gemeinsam an. Ich habe mir die tatsächlich vorhin schon angeguckt, die Mod, und ich bin mega erstaunt, kann ich schon mal sagen. Also die sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Also lasst euch überraschen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Mods so gut aussehen können. Aber wir müssen jetzt mal ganz kurz warten. Ich spule mal kurz vor, bis hier unsere Pfleger kommen und uns mal die Tiere bringen. Oh, 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 oh. Langsam, langsam. Die Mod ist natürlich auch für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wollte ich sagen. Und jetzt gucken wir uns das mal gemeinsam an hier. Ah, da ist es. Ist nicht wunderschön? Also ich muss echt sagen, es sieht unglaublich gut aus. Dafür, dass das von Spielern gemacht wurde oder von Moddern gemacht wurde. Guckt euch das mal an. Sieht einfach wie ein Originaltier von Planet Zoo aus. Richtig gute Auflösung. Die Animation und so funktioniert natürlich alle wunderbar, weil die einfach vom Zebra übernommen wurden. Und das Zebra nahezu identisch ist von der Körperform. Oh, ist das nicht wunderschön? Ein wunderschönes Pferd. Das ist echt super toll. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt ein Weibchen, ein Männchen? Können wir mal kurz gucken. Das ist jetzt ein Männchen. Ich glaube, es gibt sogar Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Das ist hier zum Beispiel ein Weiblein. Aber es ist wirklich wunderschön, oder? Die Details, das sieht alles so gut aus. Auch die Härchen hier oben. Es könnte wie original im Spiel sein. Also ich war wirklich überrascht, als ich das erste Mal gesehen habe, dass die Mods wirklich so unglaublich gut aussehen. Finde ich echt toll. Ganz, ganz toll. Wenn man mal so ein Pferd im Spiel haben will, kann man das wunderbar machen. Passt auch hier gerade sehr gut mit diesem Schuppen im Hintergrund. Auf jeden Fall ein sehr süßes Bild. Richtig, richtig tolle Mod. Przewalski Pferd. Ihr könnt, wie gesagt, gerne Background-Infos zu dem Tier mal in die Kommentare schreiben. Jetzt zeige ich euch mal, man sieht hier wirklich alle Infos. Also hier ist alles geändert. Przewalski Horse. Und dann steht hier auch auf Englisch noch ein Text dazu. Ja, will ich jetzt nicht vorlesen. Ich kenne mich damit eh nicht aus. Die meisten Wörter verstehe ich wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Okay, das hat auf jeden Fall gelebt in den Steppen von Zentralasien. Und jetzt könnt ihr sogar sehen, das wurde sogar angepasst hier. Selbst der Ort wurde hier angepasst, wo das Pferd gelebt hat. Ist das nicht cool? Und auch hier alle anderen Sachen wurden geändert. Ich habe sogar die Kiloanzahl hier und sowas. Social Needs. Alle Texte hier wurden geändert und angepasst. Also es ist wirklich fast so, als wenn man ein neues Tier im Spiel hat. Man sieht eigentlich fast keine Unterschiede. Das Problem ist halt nur, dass das Ganze leider nur so gut mit diesen Texten und so auf Englisch funktioniert. Sogar das hier wurde angepasst. Das ist halt der Tab, mit was für Tieren die harmonieren, die Tiere. Normalerweise ist es beim Zebra ja so, dass, logischerweise ist das fürs Zebra ins Spiel gekommen, habe ich gerade schon gesagt. Beim Zebra ist es so, dass die mit Giraffen, Elefanten und so weiter, diesen ganzen Afrika-Tieren, gut harmonieren. Aber jetzt hier bei dem Przewalski Horse ist es zum Beispiel so, dass das mit dem Trampeltier gut harmoniert. Scheint wohl früher in echt auch so gewesen zu sein, gehe ich mal von aus, dass die gerne zusammen hier mit Trampeltieren gelebt haben und das deswegen so ein bisschen so angepasst wurde. Ich finde das so toll, Leute.
Sieht wirklich unglaublich gut aus. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist wie so ein Baby. Oh, guckt auch mal die Animation. Sieht alles so gut aus. Wie es den schweift, schleudert, mit der Zunge rumschlabbert. mich interessiert auf jeden Fall noch, wie die Babys, oder Fohlen heißen die, glaube ich, bei Pferden, ne, aussehen. Ich würde sagen, ich warte mal ganz kurz, bis eine schwanger wird hier. Ich wollte euch jetzt noch mal eben ganz kurz zurückbringen hier. Ich habe gerade gesehen beim Vorspulen, dass die beiden hier kämpfen. Guckt mal, wie cool das aussieht. Könnte aber gut sein, dass der Kampf jetzt gleich direkt vorbei ist, weil ich sehr spät erst auf Pause gedrückt habe. Ich bin mal gespannt. Boah! Also das ist wirklich sehr, sehr cool. Also diese Mod funktioniert wirklich 1A. Ich bin gleich gespannt auf die anderen Mods. Die habe ich nämlich noch nicht getestet. Ich habe da nämlich noch ein paar andere vorbereitet, die wir uns gleich gemeinsam angucken werden. Aber noch ist keins der Pferde schwanger. So, und da habt ihr jetzt das Fohlen. Steht direkt neben der Mama. Ist das nicht niedlich? Oh. Ist auch ein bisschen heller und so, ne? Ist aber sehr süß. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt von den Mods, muss ich sagen. Also definitiv. Ich hätte nicht gedacht, dass die so unglaublich gut aussehen. Das ist schon echt cool. Ja, die Wimpern sind so ein bisschen, oder? Wartet mal. Ne, die sind einfach nur sehr lang. Ist wirklich eine sehr, sehr süße Pferderasse. Und das ist ja auch ein süßes Fohlen. Geht, glaube ich, gerade zur Mama. Oh, was macht das jetzt? Wird angekackt. Ne, Tierbabys sind aber wirklich was Feines. Aber es macht auch ganz süße Geräusche. Na gut, Leute. Ich denke mal, wir haben jetzt genug diese Mod enjoyed. Da hinten stehen schon die Protestleute. Die wollen nämlich das nächste Tier sehen und die nächste Mod. Und genau da gehen wir jetzt hin. Die nächste Mod bringt auch wieder ein neues Tier ins Spiel. Nämlich, es kommt sogar gerade ins Bild gelaufen, ein weißes Nashorn. Normalerweise gibt es ja nur das Panzernashorn, heißt es, glaube ich, im Spiel. Das sieht ja auf jeden Fall ganz anders aus. Hat ein viel kürzeres Horn und sowas. Leider geht es jetzt hier gerade schwimmen, deswegen können wir es nicht so gut beobachten. Ist aber sehr süß. Übrigens ein Zoo von einem Zuschauer hier, wo wir uns gerade befinden. Ich habe da einfach mal ein Gehege zweckentfremdet. Den haben wir auch vor kurzem erst angeguckt, den Zoo. Ah, wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe hier nämlich nochmal ein weiteres in den Zoo geholt eigentlich. Ja, da kommt es schon. Sehr schön. Man wird hier leider gerade so ein bisschen in die Klippe. Kommt es da raus? Ja, tatsächlich. Okay, super. Super, super, super. Jetzt können wir es uns nochmal ein bisschen genauer angucken. Das ist das weiße Rhinoceros. Finde ich auch eine coole Idee. Es gibt schon mit Mods wirklich viele Tiere, die in das Spiel neu hinzukommen. Das ist sehr, sehr interessant. Oh. Ey. Das ist jetzt aber frech. Spulen wir mal eben vor, bis das hier rauskommt aus dem Wasser. So, geht doch. Jetzt könnt ihr es mal in ganzer Pracht sehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Also es kommen auf jeden Fall, oder es gibt auf jeden Fall viele Mods, die neue Tiere ins Spiel bringen. Ich finde jetzt zum Beispiel diese hier, die Idee ist cool für ein weiteres Nashorn für das Spiel, weil Nashorn, das sind echt coole Tiere. Und da gibt es auch sehr, sehr interessante Unterarten. Aber ich muss wirklich sagen, dass diese Mod leider nicht ganz so gut gelungen ist. Die hat nicht so eine gute Auflösung. Die sieht an einigen Stellen noch sehr eckig und kantig leider aus. Ja, ich finde sie nicht ganz so schön. Also die Pferdemod war auf jeden Fall um einiges schöner. Und noch ein Problem hat diese Mod, denn es ist nur das Männlein, was geändert wurde. Das heißt, Babys und Weibchen sind halt noch das alte Panzernass. Und deswegen könnte man zum Beispiel hier kein richtiges Gehege machen mit Männlein, Weiblein und Baby. Aber wenn man so vom Weiten guckt, dann sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Also ist auf jeden Fall mal was anderes, ne? Die Gäste gucken hier auch schon ganz interessiert. Aber die Mod ist halt, wie gesagt, nicht so gut wie die von dem Przewalski-Pferd. Hier sind auch zum Beispiel so Sachen wie Namen logischerweise nicht geändert, weil es halt nur das Männchen betrifft. Und auch hier der Zoopedia-Eintrag. So sieht das Ganze ja normalerweise aus. Das wurde halt auch alles nicht angepasst. Also die Mod ist nicht ganz so umfangreich, aber ich finde die Idee trotzdem cool. Und ich wollte euch das auf jeden Fall mal einmal zeigen. Und damit kommen wir schon zur dritten Mod, die ich euch heute zeigen will. Und ihr könnt schon unschwer kennen, das ist eine Jaguar-Mod. Hier seht ihr sogar gerade ein kleines, süßes Jaguar-Baby. Ah, sehr, sehr niedlich. Ist also schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das DLC, was wir in den nächsten Tagen bekommen werden. Und diese sieht auch sehr, sehr gut aus. Die ist von dem gleichen Mod-Ersteller wie die Pferdemod, die ich euch gezeigt habe. Nämlich Pure Winter. Der scheint sehr gute Mods zu machen. Der hat auch wieder alle, das hier ist übrigens ein kleines Baby, hat auch wieder die Namen geändert und auch alle Texte und sowas. Richtig krass, richtig viel Arbeit reingesteckt. Jaguar, dann steht hier ein Text wieder drin. Steht hier auch drin, wo der gelebt hat.
Ha, richtig, richtig cool. Solche Mods liebe ich ja, ne? Die so umfangreich sind. Oh, so ein süßes Baby. Aber es gibt natürlich auch Erwachsene. Hier schläft zum Beispiel gerade die Mama, glaube ich, oder der Papa. Ich hoffe, der erwacht gleich mal, der Jaguar. Ist hier sonst noch zweiten Erwachsenen? Oder ist das ein alleinerziehendes Elternteil? Ich glaube schon. Ja, wir gehen mal in die Sicht hier. Wird bestimmt schon gleich erwachen. Ja, jetzt kann man natürlich darüber streiten, machen Mods zu DLCs und sowas kaputt. Ich persönlich denke nicht. Denn der Mod-Ersteller hat auch schon direkt reingeschrieben, jetzt wo der Original Jaguar angekündigt wurde, dass die Mod nicht mehr weiterentwickelt wird und nicht mehr weiter geupdatet wird, weil wir ja endlich einen Original-Jaguar bekommen. Und man muss ja auch sagen, ne, ein Original von Frontier wird auf jeden Fall noch 100-mal besser werden. Allein schon wird er nochmal viel, viel besser aussehen. Er wird nochmal richtig neue Animationen und sowas kriegen. Jetzt steh doch mal auf hier, du Schlafmütze. Die Leute wollen noch was sehen. Er wird neue Animationen und sowas kriegen. Und ja, der Original-Jaguar wird auf jeden Fall noch viel, viel besser werden. Das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Und wir werden uns natürlich auch auf jeden Fall alle hoffentlich das DLC kaufen. Zumindest die, die Bock drauf haben. So, jetzt sehen wir ihn nochmal. Aber ich muss schon echt sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wie gut die Mods für das Spiel sind. Oh. Mama und Baby. Ja gut, jetzt seht ihr es aber schon. Das ist natürlich ein Problem, ne? Die Animation funktioniert natürlich nicht mehr ganz so gut, ne? Auch schon hier so die Interaktion zwischen den... Oh, da ist doch noch ein Papa. Die Interaktion zwischen den Jaguaren hier. Sie hat jetzt, oder das Baby hat jetzt gerade so ein bisschen ins Gesicht reingefuchtelt. Und das werden wir beim Original natürlich nicht haben. Ah, wundervoll. Wirklich wundervoll. Ich liebe Mods. Ich hoffe, ihr liebt Mods auch, genauso wie ich. Damit hat man nämlich immer so viel neue Sachen für das Spiel. Und ich finde auch, dass diese Mod richtig, richtig gut gelungen ist. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche von den drei Mods, die ich euch gezeigt habe, eure Lieblingsmod ist. Oh, ja, dabei wollen wir dich jetzt eigentlich mal nicht stören. Und falls ihr weitere Mod-Vorstellungsvideos sehen wollt, dann würde ich mich selber ein Like freuen, damit ich sehe, dass das Ganze gut bei euch ankommt. Dann werde ich das auf jeden Fall fortsetzen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.